herzlich willkommen zu TechBeats, Fabu Wiki. Merci vielmals für die Einladung. Wir haben Mr. Branding heute da im Podcast TechBeats, wo es ja um Technik von gestern, heute und morgen geht und spannende Persönlichkeiten. Ich habe in einem Vorgespräch dich schon recht ausgiebig lernen kennen. Du musst uns aber gleich noch schnell abholen, ob ich mit Mr. Branding irgendwie völlig falsch daneben liege, was du machst, woher du kommst. Nein, das ist absolut richtig. Ich befasse mich mit Branding, mit Marken, mit Identität, mit Markenauftritt, mit Markendesign auf der einen Seite für Unternehmen, für Verbände, Organisationen. Und auf der anderen Seite unterrichte ich in der Fachhochschule Nordwestschweiz Digital Branding und Metaverse. Das gleiche Thema. Und halte noch Vorträge über das Metaverse, wo wir im Moment dort so ganz leichten Aufholbedarf haben. Und Metaverse ist eigentlich Extended Reality, Virtual Reality, KI, all die Technologien, die kommen. Ja, ich habe dort etwas vorbereitet. Yay! und da bin ich sehr gespannt, wie du reagierst, weil das kann ich vorwegnehmen. Ist das ganze Metaverse ist vor ein paar Monaten ein riesen Hype gewesen, was sogar in all meine Social Feeds gefunden hat, wo irgendwie das Gefühl ist, dass ich verloren gegangen ist. Ich bin sehr gespannt, wo du so aktiv drin bist, wie aktuell es da ist und wie hinten drin, dass mehr ich, aber auch Gimelli Ingenieure in diesem Thema sind. Darum komme ich dann auch darauf zurück. Merci, Jungs, für die Vorstellung. Ich fange schnell bei uns an, falls du vielleicht kannst einen Link machen. Wir haben vor ein paar Monaten eine neue Webseite gemacht. Ich glaube, auch der Raffi, der den Termin organisiert hat, hat dich vielleicht darauf aufmerksam gemacht, genau, dass wir eine Webseite haben. Du hast mir vorhin gesagt, du seist drauf gewesen. Hast du mir auch eine Aussage gegeben? Wir sind dort recht laienhaft reingegangen, weil wir leihhaft im Sinn von eben das Branding-Thema ist uns zwar bewusst gewesen, aber wir haben nicht so gewusst, wie wir es anpacken, weil wir haben mal mit Content gestartet. Wie hast du es wahrgenommen, was du so gesehen hast? Und kannst du wirklich offen, ehrlich und Kritik ausüben? Ah, die hast du am Raffi gesagt, genau. Ich kenne den Raffi als Grafiker, ja. und er hat es gefolgt, hat mich irgendwie verlinkt und gefragt, hey, was findest du, oder? Und ich habe noch nie etwas von euch gehört, was überhaupt logisch ist, weil ihr voll im B2B-Sektor seid. Oder? Das ist nicht zwingend, dass ich euch kennt habe. Und das war vielleicht auch ein Vorteil. Dann bin ich auf die Website und ich habe gefunden, ich mache mir jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde Zeit. Okay, ich schnell schauen, wie ihr es gebaut habt, so Backend. Aber ich gehe einfach schnell darauf, wie das ein potenzieller Kunde oder Interessent von euch würde machen. An dieser Stelle, ich gendere nicht immer richtig, ich gebe mir aber viel Mühe, das zu machen. Und so, um die Zeit bin ich dann drauf, um so eine kurze Zeit bin ich drauf gegangen, habe mir das angeschaut und ich habe nicht geschnallt, was die machen. Ja. Es ist zwar ein Vorstellen, es ist sehr viel richtig, so ein bisschen ein Groove, ein Feeling. Das Feeling ist cool, aber ich habe keinen Plan gehabt, was die machen. Ich bin nach 2-3 Minuten einfach abgesprungen. Ich habe das auch mit dem Tag gemacht. Also es war wirklich eine reale Situation, ich war am Arbeiten. Oder ich bin einfach schnell wieder abgesprungen und dachte so, das schaue ich mir das später mal an. Deckt sich ja genau mit dem, was wir leider erfahren müssen, durch die Aufwände, die wir getrieben haben und eben von sich uns selber das Gefühl hatten, jetzt machen wir doch das Richtige und jetzt versteht man es doch endlich. Und darum bin ich sehr dankbar um das offene und ehrliche und klare Feedback. Und das ist ja der Grund, wieso es der Raffi da ist und wir jetzt eben das möchten verknüpfen möchten. Und wir müssen dort ein Update durchfahren bei dieser Webseite. Und da hilfst du uns sehr mit sehrigem offenen und ehrlichem Feedback, das ja eben real ist. Oder? Und merci vielmals. Hey, ich komme zurück zu dir. LinkedIn. Ich war auf deinem LinkedIn. Ich glaube, ich habe dir eine Vernetzungsanfrage geschickt. Ja, genau. Nicht nur der Ende. Wir sind Freunde da. Merci vielmals. Hey, du schreibst von Immersive Branding. Und Immersive kenne ich so ein bisschen, wenn überhaupt, so ein von der Gaming-Welt, etwas erleben, eintauchen und so weiter. Wieso nennst du das dort im Claim oder im Slogan, den man jetzt sagt, Immersive, bezogen auf dich? Das ist eine Haltungsfrage. Und die Haltungsfrage kommt wiederum aus der Arbeit an der Fachhochschule aus ist genau das Wort entstanden mit dem Professor Marco Casanova zusammen. Ja. Es geht um das Statement, das eine Marke heute macht. Und früher ist das Branding eigentlich an einem ganz anderen Ort angesiedelt gewesen. Wir haben die ganze Unternehmensstrategie, wir haben Marketing, Sales. Ja, und dann haben wir noch Branding. Okay, müssen wir auch noch machen, aber es verkauft ja nicht. Mit Branding verkaufen ja nichts. Das kostet nur. Brand follows strategy. Ja. Okay. Und das ist das, was heute geändert hat. Wenn du Unternehmen anschaust, wie Nike, wie Adidas, wie Tesla, dann sind wir heute an einem ganz anderen Ort. Brand is strategy. Ja. Und das ist genau das Ding. Und wenn du deine Bezugsgruppe, deinen Nutzerinnen und Nutzer, deinen User die Möglichkeit gibst,
in deine Marke einzutauchen, mhm. ein Teil von dieser Marke zu werden, Stichwort Web3, ja. ein Teil von deinem Brand zu sein, dann ist das eben ein Immersive-Erlebnis. Es ist das Eintauchen. Plus hat es auch gleich, du hast Gamewelt gesagt, Gamewelt ist im Film sehr, sehr weit voraus, oder? Es ist das Eintauchen in eine Markenwelt. Ja. Du bist dann komplett drin und im Thema Metaverse, wenn wir noch drauf kommen, ist es ein reales, optisches und akustisches Eintauchen in eine Marke. Die Fortsetzungsfrage war ja genau das, was du jetzt ausgiebig erklärt hast. Und jetzt begreife ich so. Vorher habe ich eben gelesen, die Startseite, deine Webseite von Gestalt Kommunikations GmbH, sagt dir genau das Zitat vom Professor, das du gesagt hast, und hat dir genau das erklärt, was du wiedergegeben hast. Und du hast schon erklärt, dass es ja früher eben anders war, dass es eben, Branding follows strategy, und jetzt ist es genau, es ist genau Teil davon. Und ich habe auch verstanden, dass eben das Web3 Metaverse früher ja nicht existiert hat, und das ist auch der Grund, wieso es geändert hat. Weil es eben existiert. Und wenn, das, wenn jetzt das auf uns ableitet, auf Gmail Engineering, wie weit hinten drin sind wir? Wo wir haben das mal den Flow mitgenommen, es geht darum, aber wir sind noch nie drin. Wie würdest du das uns antworten im Branding, wenn wir das Branding aufbauen wollen, unsere Kunden lassen, immersive sein, im Sinne von, dass sie mehr eintauchen können? Gibt es da schon Sachen, die wir in unserer Größe machen können? Oder etwas in Sinn? Oder hast du da Referenzen? Unbedingt. Es ist Ich gehe immer davon aus, dass du eine Unternehmung anschauen musst. Es wäre vielleicht komplett falsch, wenn ich euch jetzt heute sage, ihr müsst unbedingt eine Roblox-Welt bauen und dort das Game und das nicht das Gmail-Game. Ja. Kann sein, muss aber nicht. Es geht darum zu sagen, was ist der niederschwelligste Einstiegspunkt für euch in die Metaverse-Welt. Metaverse ist ein Sammelbegriff. Ja. Oder wo ist euer niederschwelligster Punkt? Das kann das Thema Blockchain. Gleichzeitig gegenüberstellen, also der Fokus oder der Zielkunde, wo du da anvisierst, oder? Genau, unbedingt. Wo es vielleicht weniger der 13-Jährige ist, aus dem Besuch der Lehrling, oder? Genau. Und dort aber HR kann ein extrem wichtiges absolut. Thema für Metaverse sein. Also eigentlich rein Personalrekrutierung, unbedingt. Aber auf der anderen Seite habe ich momentan, das ist das, was ich selber davon abhalte, so, ja, wer ist denn in dem, du hast gesagt, es ist ein Überbegriff, das Metaverse, es gibt ja verschiedene dort. Wer ist überhaupt dort? Ist unser Zielkunde überhaupt dort? Wir wissen es nicht, darum sollten wir es probieren, gleich wie bei sozialen Medien. Mhm. Einfach mal probieren. Unbedingt. Und das ist sehr wichtig, also ich mir einen guten Punkt gegeben, wo ist der niederschwelligste Eintrittspunkt für uns, oder? Für das Zielpublikum zu finden. Und dort kommen wir wieder so ein bisschen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich alle deine Website umnehme, du verstehst mich nicht falsch. Aber das ist die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn ich etwas sehe und nicht verstehe, frage ich mich immer, warum verstehe ich es nicht. Und ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, für wen ihr eure Webseite macht. Ja. Das ist meine Frage, für wen ist die Webseite? Und es kann sein, dass ich Sachen nicht verstehe, weil die Informationen sind gar nicht für mich. Hochkomplexe Dokumentationen beispielsweise. Noch mehr Business, oder? Und genau das Gleiche, oder? Wer ist deine Bezugsgruppe? Für wen arbeitest du? Mit wem kommunizierst du? Mit wem möchtest du in Zukunft kommunizieren? Wo siehst du dich in Zukunft? Ich meine, ihr seid ein hochkompetent, aber hochtechnisches Unternehmen mit extrem spezialisierten Skills, das, was du mir vorhin gezeigt hast, oder? Und sagen, ja, mit wem reden wir über das, was wir machen in Zukunft? An welchen Fronten? Und was ist dort die Schnittstelle? Und Branding ist immer die Schnittstelle zwischen dir und deinen Konsumentinnen und Konsumenten. Mhm. B2B, egal was. Oder? Das ist dort, wo ihr miteinander redet. Die Marke ist die Tür zu deiner Unternehmung. Wenn ich die Tür nicht sehe, kann ich nicht daran klopfen. Absolut. Und für das wird in Zukunft wird's neue Türen geben. Es könnte sein, dass eben das Thema Augmented Reality für dich spannend wird im Workflow. Es kann sein, dass deine Prozesse am besten auf einer Blockchain abgebildet werden, dass ihr gewisse Sachen tokenisiert. Das kann möglich sein. Es kann aber auch möglich sein, dass ihr dreidimensionale Welten baut. Alles möglich, aber dann muss man zuerst schauen, was ist der niederschwelligste Einstiegspunkt, wo ihr jetzt einfach könnt anfangen. Dass man mal in die Welt eintauchen kann. Ja. Eintauchen und einfach Erfahrungen machen. Das ist so, wie wir sagen, macht erste Erfahrungen. Probiert aus, dort, wo es nicht mega viel kostet. Ja. Oder? Wo es nicht riesen und möglichst viele Ergebnisse kann sein, wo es etwas kann messen kann. Ja. Und etwas testen. Einfach mal, du hast Game selber erwähnt. Ja. Es ist etwas playful. Mal ausprobieren, was geht, wo stehen wir heute. Und durch das werdet ihr ganz viele Sachen lernen.
Und es tut nach einer völlig neuen Optik auf, auch auf eure Marken. Ja. Heute sind Marken zweidimensional. Immer. Über welche zwei Dimensionen sprichst du da? Breite mal Höhe. Ein Laptop ist zweidimensional, das Handy ist zweidimensional, eine Broschüre ist zweidimensional. Ja. Darum ist heute das Thema, wo jetzt, warum ist Metaverse in der Begriff ein bisschen einen Schritt zurück? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, KI hat noch kurz gebootet, du bist zum Top-Thema, wo der KI ist nur ein Teil von Metaverse. Ja. XR hat gebootet, also Augmented Reality durch Apple-Brillen. Das ist ganz gross aufgekommen. MetaQuest 2 und so weiter, all die Brillen. Das ist auch ein Teil des Metaverse. Mhm. Oder? Und wo aber die dritte Dimension auftut, sogar eine vierte, wenn es um Ton und vierte Dimension auftut. Jetzt stellt sich eben die Frage im Branding, wie, wenn ich heute an einen Markt denke, dann muss ich mir unweigerlich die Frage stellen, in 5 Jahren, wie operiert meine Marke im Raum? Ja. Ein Logo von einer Broschüre zu tun, das kann jeder. Mhm. Aber wie operiert meine Marke künftig im Raum unter der Prämisse, dass das eine Tür zu meiner Unternehmung und meinem Geschäft und deinem Herzblut ist? Also das Branding, ja. Das Branding, genau. Und darum kommt auch die wirklich kluge Aussage von Marco Casanova, zu sagen, Branding ist Strategy. Ja. Und das macht dann auf der identitären Ebene unglaublich viel Sinn. Macht für mich jetzt auch Sinn. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt natürlich einen gewissen Respekt, wie weit das mir oder ich persönlich mit dem hingetrieben bin. Und da kann ich vielleicht schnell auf das hingehen, was würdest du empfehlen, über was sollten wir mehr reden in diesem Kontext? Ob schon wir noch keine Ahnung haben. Also, sollten wir weniger über Mechanical Engineering, also wie tut man drei Teile entwickeln, wie tut man das verbinden mit einem kubischen Teil? Im Gegensatz dazu sollten wir nicht mehr darüber reden, wie eben unsere Welt in 5 Jahren aussieht. Also, wie entwickeln wir oder wie können wir dem Kunden mehr helfen, Mehrwert zu generieren in diesem Raum etc.? Du hast im Gespräch vorher, wo wir uns getroffen haben, gesagt, wir arbeiten für einen Menschen. Oder? Ja. Und das finde ich ein gutes Stichwort. Das ist so ein holistischerer Denkansatz. Ja. Wenn ihr über Teile redet, wie drehe ich das Teile oder wie drücke ich, dass es da reinpasst und wie designe ich das Teile, wie komme ich überhaupt auf die Idee von diesem Teil? Das ist dein Business. Das ist das, was ihr könnt, das sind eure Skills. Aber das ist in diesem Raum, in deinen Räumen hier, ist das innen. Aber wie gehen wir jetzt raus? Oder wie tun wir jetzt auf? Oder? Das ist zu sagen, okay, wie bilden wir eine Schnittstelle zu der Welt? Wir machen eine Website, wir drucken eine Broschüre, wir machen Social Media Posts. Zwei Ideen, ja. Genau, oder wir filmen hier ein Gespräch, oder, wo wir uns unterhalten. Und wie machen wir das künftig? Oder? Es gibt ganz grosse Vorreiter dort. Ein Beispiel ist zum Beispiel Fashion, die ganze Modewelt. Ja. Die haben den grossen Vorteil entdeckt, dass man in der Mode, im Metaverse, unglaublich viele Sachen machen kann. Ich kann mir gut vorstellen. Wir haben dort keine Schwerkraft, wir können Kleider machen, die sich einfach verändern, in der Tageszeit anpasst, die aus Wasser bestehen, die sich wirklich alles machen können, ständig bewegende Muster und so. Die checken, das ist ein riesen Benefit, den wir dort haben, wenn wir hier die Schwerkraft aushebeln können. Das ist ein Beispiel. Ja. Oder? Und die Frage stellen, wo ist eure Schnittstelle zu der künftigen Welt? Und wir stehen heute am Ende von Web 2. Das muss man unbedingt sehen, also Web 2, so eine Webseite, die ihr habt. Dort gehen wir langsam, von dem lösen wir uns langsam und gehen in die Web 3-Welt rein. Und dort die Frage stellen, wo sind unsere Kunden, wer sind unsere Kunden, wer ist unsere Bezugsgruppe und wie wollen wir und können wir mit ihnen kommunizieren? Ja. Nichtsdestotrotz stehe ich natürlich dort völlig im Konflikt mit uns und unseren Dienstleistungen selber, wo wir sagen, am Schluss soll bei uns etwas real physisch sein und nicht im Metaverse. Und das ist der Konflikt, den ich mit mir selber habe oder eben mit Gmail, mit den Kompetenzen, die wir innen haben, dass wir wirklich uns auf Kappen schreiben und auf Fahnen schreiben. Am Schluss muss es in der realen Welt sein und es muss funktionieren. Das ist das, was es für uns spannend macht. Das endet eben nicht auf dem Bildschirm oder im Raum. Mhm. Aber gleichwohl den Blickwinkel offen haben, vielleicht kann es auch im Raum enden, weil wir dort zwei Welten miteinander verknüpfen können, sei das Branding, aber vielleicht auch Dienstleistung. Oder? Und wie vielleicht wird eben relativ viel mehr, wie soll ich sagen, dematerialisiert im Zug. Wir sind in einer dematerialisierenden Welt. Das ist der Brand as a Service. Nicht der Brand as a Product, sondern Brand as a Service. Oder? Ja. Wir haben vorher über Software und so Sachen geredet, oder? Dass viel mehr auf der Service-Ebene stattfindet, alles auf der konstruierten Ebene, aber
aus Sicht Branding, wenn ich nochmal auf das Tag zurückgehe, ist die erste Frage, und du hast jetzt immer wieder von den Produkten, von unseren Dienstleistungen, von euren Kernkompetenzen geredet. Die erste Frage ist, wer seid ihr? Mhm. Identität. Und dort fängt es an. Vorher muss man über gar nichts reden, sondern sagen, wer sind wir und warum machen wir das? Mhm. Das ist die interne, treibende Kraft. Und das beantwortet dann sehr schnell die Frage, wer sind wir, warum machen wir das und was sind wir nicht? Ja. Was suchen wir, was suchen wir nicht? Was ist Identität? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber genau sagen, wo Identität ist. Mhm. Identität ist irgendwo im Spannungsfeld zwischen Identifizieren und Differenzieren. Mhm. Mit dem identifizieren wir uns. Nachhaltigkeit, Wohlbefinden, Werte. Und das wollen wir nicht. Ja. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist nicht eine Frage von Gut und Böse, oder so, sondern das ist eine Frage von Entscheidungen. Und von uns selber. Von euch selber, genau. Sagen, das sind wir und das sind wir nicht. Und das differenziert euch. Und Identität findet vor allem über das Differenzieren statt. Ja. Und identifiziert sich auch immer innovativ, dynamisch und Dienstleistung und. Mhm. Ja, okay, das kennen wir, oder? Aber was sind wir nicht? Was unterscheidet uns von anderen? Durch das bekommen wir Form und Kontur. Und Gestalt. Und Gestalt, genau. Und da werdet ihr erkennbar. Menschen fürchten sich vor Sachen, die sie nicht erkennen. Ja. Wir haben ganz, ganz tief in uns innen. Wenn so ein Schatten kommt, haben wir immer noch das Gefühl, das ist der Säbelzahntiger. Und wenn so ein Morgen kommt, den ich nicht kenne, dann reagiere ich eher so ein bisschen, wow, was machen die? Okay. Klar. Klare Form, klare Gestalt, sagen, ich bin das und das. Ich könnte stundenlang zulassen. Ja. Merci vielmals. Ich muss gleich langsam zum Abschluss kommen. Ja. Ich möchte noch so einen Teaser geben und die Frage, was du dazu denkst. Wir sind in diesem Thema, würde ich mal sagen, Branding, Kommunikation, sind wir in einem Projektgeschäft, in mehreren Projektgeschäften in Bezug gekommen, wo wir Luft schnuppern durften, wo wir unsere Robotik, also die physische Robotik, die Roboter, die du vorhin gesehen hast, die weissen, die bewegen, haben wir dürfen für Videoproduktionsfirma Einsatz bringen und haben zum Beispiel beim Krieg und Stucki da so einen Robolupf gemacht. Das ist dann in der Werbung von Mobiliar verwendet worden, der Kommunikation. Aus meiner Sicht wird das verwendet, für irgendein Zielpublikum zu erreichen, weil jetzt alle über Digitalisierung und Roboter reden, wird der physische Roboter missbraucht für Roboter. Ob schon es eigentlich viel mächtigere Roboter im Hintergrund hat, die man nicht physisch sieht, die sind eigentlich nur in Gott. Findest du das eine gute Entwicklung, eine sinnvolle oder eher einfach eine notwendige aktuell, wo man nichts anderes hat? Und woher führt das so aus Sicht von Branding, Kommunikation? Es ist wiederum der Versuch, etwas, das nicht fassbar ist, eine Form zu sehen. Richtig. Das ist auch meine Interpretation, ja. Weil bei einem Roboter gehen wir auch. Da schwingt wie ein zweites Thema mit und das schwingt für mich immer noch leicht KI mit. Ein Roboter, der sich nicht bewegt, ist ein Stück Technologie. Ja. Schräubli, Kunststoff, absolut. Metall zusammengeschraubt, auf einem Stativ gut ist. Oder? Und erst durch die Software, also der Ghost in the Shell, wie der schöne Film heisst, oder? Erst wenn der Geist in die Materie kommt. Ja. Und da reden wir dann von der KI. Oder? Ja. Und wir probieren dort, der ChatGPT-Angst, die wir alle haben, das Mid-Journey, die Bilder, Deepfake und so, dem irgendwie entgegenzuwirken und dem ein Gesicht zu geben. Darum sehen wir Pflegeroboter mit einem lieben Gesicht. Barroboter. Und wir sehen Röntgenanalysegeräte, wo zum Beispiel Brustkrebs mit einer immensen Trefferquote erkennen. Mhm. Die guten Sachen sehen wir heute. Oder? Das findest du auch positiv entwickelt. Das gibt uns, es ist eine positive Entwicklung, klar. Alles, was Mensch hilft in der Diagnostik, ist unglaublich positiv. Aber es soll uns die Angst davor nehmen, weil mit Software die wenigsten von uns coden können. Ja. Und Software macht uns ein bisschen Angst. Weil wir wissen nicht, ist jetzt die Maschine so gescheit wie ich? Oder? Und ist die morgen gescheiter als ich? Ja, das wird sie sein. Und das macht uns umso mehr Angst. Oder? Sie rechnet schneller als ich. Wow, und das ist ein bisschen das. Und wir probieren dem so ein bisschen vorübergehendes Gesicht zu geben. Aber wenn wir anschauen, wie Autos schon vor 20 Jahren sind produziert wurden, da waren nur die Roboterarme. Ja. Oder? Es ist für mich ein Schalldämpfer. Ich interpretiere es gleich. Du hast völlig andere Worte gefasst. Wo uns den Zuhörern natürlich nochmal einen anderen Blickwinkel geben. Aber gemeint habe ich im Verständnis, so wie ich es verstanden habe, das Gleiche. Und ich danke dir herzlich für das Gespräch und freue mich schon darauf, jetzt da noch weiter zu diskutieren. Sind wir noch nicht fertig, aber der Podcast ist beendet. Merci, Fabio, bist du da gewesen.
ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich alle gefreut, dass wir das gesehen haben. Sehr gerne. Tschüss zusammen.